Schnell, 10 Sekunden. Haseleins, heute habe ich ein Aufgebrauch-Video für euch und nicht wundern, meine Hasen hobbeln draußen rum. Ich wollte die jetzt nicht extra für das Video einsperren. Und George hat jetzt eine neue Angewohnheit. Er stupst ja immer, das bedeutet Hallo. Und wenn ich darauf nicht reagiere, dann zwickt er mich. Ne? Also wenn ich ihn darauf nicht streichle oder in irgendeiner anderen Art reagiere, dann zwickt er mich. Also wenn ich hier ab und zu mal losbrüllen sollte, liegt es daran, dass mich mein Hase zerfleischt. Jetzt sitzt er gerade ganz brav mit seiner Schwester dort, aber man weiß ja alles nicht. Ich bin heute nicht so hübsch zurecht gemacht. Seid mir nicht böse, es ist Sonntag und ich lade das Video auch heute hoch. Ich war gerade wählen und dafür reicht es auf jeden Fall. Wenn ich mir heute Abend dann die Auswertung von den Wahlen angucke, denke ich mir sowieso wieder, waren alle besoffen, wo die gewählt haben. Aber man muss ja trotzdem wählen, also geht wählen. Wir fangen sofort an. Ich habe das Video nicht sortiert, also soweit kommt es noch, dass ich meine Aufgebrauch-Videos, dass ich in meinem Müll rumwühle und hier alles nochmal sortiere. Nee, also Horrorvideos ja, aber Aufgebrauch sortiere ich nicht. Und ich wollte mir einen türkischen Apfel machen, versteht ihr? Und mein Wasserkocher ist kaputt gegangen. Ich, wo ich doch so Teeliebhaber bin und jeden Tag Tee trinke, ich muss morgen mir unbedingt so ein neues Gerät kaufen. Also, ja. Cremebad, Milch und Honig von Valea. Kostet nicht mal 1 Euro. Ist super lecker, macht super Schaum. Ist pflegend, also ich habe auch Schaumbäder schon gehabt, wo mich danach wirklich die ganze Haut juckt und gereizt ist und das ist hier überhaupt nicht so. Also das finde ich wirklich klasse. Top Preis-Leistungs-Verhältnis und der Geruch ist ein Traum. Also ich glaube, das wird jetzt so mein Signatur-Schaumbad, das Milch und Honig, weil ich das wirklich liebe. Dann aufgebraucht von Rituals, ein Duschbad, das Sunrise Sweet Orange and Cedar, das ist ganz, ganz toll. Das kommt ja immer, oh jetzt kommt der George. Ich habe schon Angst vor meinem Hasen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich unterwerfe mich meinem Hasen. George, bitte nicht. Die sind relativ teuer, aber ich finde die trotzdem sehr schön. Ich bekomme zweimal im Jahr ein großes Set von meiner Mama geschenkt. Mama, ich grüße dich. Ich weiß ja, dass du mich stalkst. Und Papa, ich grüße dich auch, weil der stalkt mich seit neuestem auch. Und da bekomme ich zum Geburtstag eins und zu Weihnachten. Und da freue ich mich immer riesig drüber und das roch wirklich sehr, sehr lecker. Es riecht halt sehr natürlich. Also ich würde jetzt, wenn ich das so riechen würde, würde ich als erstes nicht an Orange denken, ganz einfach, weil man die künstlichen Gerüche ja gewohnt ist. Aber das finde ich wirklich ganz, ganz toll und da kommt als erstes so, wie so eine gelische Masse raus. Das sieht erstmal ein bisschen pervers aus und dann wird das aber richtig schön. Au! Oh, dieser Hase. Himmelarsch! Ja, da kriege ich gleich wieder Puls. Und dann wird das aber ein richtig schöner Schaum und man braucht wirklich nur wenig. Tolles Produkt, würde ich mir immer wieder nachkaufen oder beziehungsweise wünschen. Dann aufgebraucht von Dusch das Coconut Paradise Milch mit Kokos. Mein Lieblingsduschbad, es soll jetzt tatsächlich echt aus dem Sortiment gehen. Es ist für mich eine Katastrophe. Ich finde es jetzt schon nirgendwo mehr. Also wenn ich davon nochmal ein Duschbad finde, dann kaufe ich mir 10 Stück, wenn es die noch gibt, weil es ist mein absoluter Lieblingsduschduft und ich bin ganz traurig, wenn es rausgeht. Ich kann es auch nicht verstehen, weil das ist ganz oft ausverkauft immer gewesen oder zumindest war es so, dass das von Dusch das immer bei uns zumindest am meisten abgegrast war, also dass da nur noch 2 oder so drin standen. Und daher kann ich es nicht verstehen, dass Dusch das rausnimmt. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Und finde ich auch sehr innovativ, weil ich keine andere Firma kenne, die die Kokos mit Milch kombiniert ist. Deshalb schade, Schokolade. Ja, aufgebraucht von Kiehl's Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser. Der hat mir 3 Monate gehalten. Ich mache ein Hautpflegeroutine-Video und da werde ich, denke ich, mal extra noch auf den eingehen. Ich werde ihn jetzt noch nicht wegschmeißen, weil ich das jetzt, wenn ich darüber jetzt rede, das dauert zu lange. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich habe jetzt etwas, was viel günstiger ist und viel besser ist. Und ich möchte nicht mehr im Internet meine Hautpflege bestellen. Das nervt einfach. Ihr wisst, ich bin total begeistert von dieser Isomers-Pflege von HSE. Wirklich Bombe, wirklich beste Hautpflege, die ich je getestet habe. Aber dieses jedes Mal eine Woche oder 2 Wochen, bevor das leer wird, musst du es ja abpassen, das zu bestellen. Das geht mir auf den Sack.
Und jetzt habe ich was gefunden in der Drogerie. Und wenn ihr ein Hautpflegevideo wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Aber als erstes kommt das Haarpflegevideo, das habt ihr euch ganz sehr gewünscht. Also, er ist gut, aber es gibt definitiv bessere Produkte. Dann habe ich aufgebraucht von Hildegard Braukmann Magic Winter Körpercreme. Und die hatte ich mir bei Douglas mal mitgenommen, da war die reduziert. Und ich habe es gerochen und dachte mir, nimmst du zwei mit. Und dann dachte ich mir, ah nee, du brauchst das eh nicht auf. Also ihr seht. Autsch! Entschuldigung. Diese Hose. Es riecht original wie Marzipan. Und ich habe das jetzt auch noch verwendet, weil das Wetter war ja jetzt immer nicht ganz so schön. Jetzt so fließe ich hier gerade. Ich glaube mal, ihr seht das auch. Ich bin übelst rot im Gesicht, weil mir ist total warm. Wirklich ein toller Duft. Ich würde es mir nochmal nachkaufen, aber das war eine limitierte Edition und ich weiß nicht, ob die im Winter nochmal genau dieselbe rausbringen. Also wenn ihr die noch irgendwo in dem Douglas stehen seht, reduziert, dann nehmt die auf jeden Fall mit. Hildegard braucht man Magic Wintercreme. Riecht original wie Marzipan, aber nicht ganz so süß. Also wunderschöner Duft. Wunderschöner Duft und von der Pflegewirkung her grandios. Toll, wirklich. Habe ich auch ganz oft nach der Rasur genommen, gerade bei den Beinen, weil die sind dann bei mir immer übelst gereizt und das war toll. Dann aufgekauft von Denk mit feuchte Allzwecktücher. Ich habe jetzt nicht alles, was ich im Haushalt aufbrauche, mit reingetan, weil ich auch schon ganz viel in meinem Haushaltvideo euch erzählt habe. Das kann ich mal in die Infobox verlinken. Das war jetzt aber tatsächlich mal was Neues. Das ist eine limitierte Edition von DM. Von Denk mit, wie gesagt, Aloe Vera und Apfel. Ich rieche das jetzt noch. Die rochen ganz fantastisch. Und ich habe damit wirklich so einiges sauber gemacht, mal einen Tisch abgewischt, wenn wir gegessen haben oder so, oder von den Hasen das Klo auch mal ausgewischt damit. Also muss ich sagen, will ich mir definitiv nachkaufen, auch nochmal den Duft, weil den fand ich wirklich sehr, sehr lecker. Es riecht natürlich absolut künstlich nach Apfel, keine Frage, es riecht jetzt ja nicht wie frischer Apfel aufgeschnitten. Es riecht halt wie, halt künstlich, aber ich finde es lecker, gefällt mir, kaufe ich mir definitiv nach. Dann auch gebraucht, einmal Fencheltee. Ich liebe Fencheltee. Also ich trinke zurzeit fast nur Fencheltee. Meine Hasen haben mich da angesteckt, weil die kriegen ja jeden Tag frischen Fenchel. Und der Geruch und, oh, ich liebe Fenchel. Also da ist mir auch egal, welche Marke. Ich liebe ja sowieso eher Kräutertees mehr als Früchtetee, außer meinen türkischen Apfel. Und ja, Fencheltee geht bei mir immer. Gerade so vorm Einschlafen oder so, ich trinke übelst gern Fencheltee. Dann einmal aufgebraut Isana Nagellackentferner, der ist glaube ich mit Aceton, ja, mit Mandelduft. Den fand ich sehr gut, aber dadurch, dass ich mir jetzt meine Nägel wachsen lassen möchte, nehme ich jetzt Nagellackentferner ohne Aceton. Auch eine Abonnentin hat mir geschrieben, dass es egal ist, also dass man auch mit Aceton nehmen kann, aber ich will da jetzt einfach mal drauf verzichten. Ich fand ihn nicht schlecht, aber bei Nagellackentferner wechsle ich immer mal. Dann habe ich leer gemacht von Terra Aktiv. Oh, whoops. Bin ich jetzt noch im Fokus? Oh, ich hoffe es. Ich sehe das immer nicht so richtig im Display. Dann habe ich mir nachgekauft von Terra Aktiv, aufgebraucht. Das ist ja, für Glas halt, ne? Und damit habe ich Fenster geputzt und das Tolle war, das roch total geil. Und das hat auch richtig toll sauber gemacht. Da habe ich auch meine Herdplatte damit sauber gemacht. Und die hat danach richtig geglänzt und es hat keine Schlieren gemacht. Und einen Spiegel habe ich damit auch sauber gemacht, fand ich toll. Und das ist ja auch für die Umwelt besser, dieses Produkt von Terra. Die sollen ja sehr gut sein. Und deshalb werde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Fand ich wirklich, wirklich toll. Ist zwar ein paar Euro teurer als das, was ich immer nehme, aber dafür hat es sich gelohnt. Es war wirklich toll. Dann einmal aufgebraucht von Lilibé, meine 40 Maxi-Wattepads. Die nehme ich immer zum Augen-Make-up entfernen. Dann von Duschstars Fruity and Creamy oder Fruit and Creamy. Das riecht wie Multivitaminsaft, finde ich total lecker. Oh, das riecht lecker, mein Freund und ich mögen das sehr. Da habe ich, glaube ich, auch ein paar mehr davon aufgebraucht. Finde ich klasse und würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Kaufen wir auch wieder nach. Haben wir auch schon wieder nachgekauft. Ist ein toller Duft. Wir lieben ja die Duschstars-Bäder. Duschen und dann habe ich noch einmal Creamy Coconut, sanfte Pflege mit Hibiskus und Kokosnussöl. Das habe ich von einer ganz, ganz lieben Abonnentin zugeschickt bekommen und zwar Lilly Löwchen, sie ist auch auf Instagram und auf Twitter. Ich danke dir nochmal, mein Herz. Wo ich das Video gedreht habe, ist meine Kamera kaputt gegangen. Da habe ich gerade ein Unboxing für das Paket gemacht, total ärgerlich.
Und ich liebe dieses Duschbad. Das ist für mich ein Ersatz für mein... ich finde es gerade nicht. Hier ist es. Für das ist ein schöner Ersatz. Es riecht natürlich nicht nach Milch, weil keine drin ist, aber es riecht trotzdem... Ah, es riecht ganz, ganz toll. Es riecht halt so ein bisschen nach Kokos, klar. Und gleichzeitig auch noch so ein bisschen blumig. Also sehr, sehr, sehr fein. Da danke ich dir nochmal ganz herzlich. Dann habe ich aufgebraucht... Oh, ich kriege hier Rücken, Leute. Ich sitze hier total hingefläzt. Oh, Martha liegt gerade da und schläft. Oh, Leute, bei mir ruckelt es heute. Naja, egal. Dann habe ich aufgebraucht von Balea Melon Tango Body Lotion. Mittel so knickt. Hier muss ich sagen, der Duft grandios, wirklich Balea. Ihr habt diesen Sommer mal wieder ganz, ganz tolle Düfte am Start. Was ich allerdings finde, wo ich nicht weiß, ob es schon immer so ist. Mein Gott, das hat ja wirklich null Pflege. Also wirklich null. Ne? Also wenn man wenigstens sagt, die Haut ist für eine halbe Stunde ein bisschen mit Feuchtigkeit. Aber das ist, klar, der Duft ist geil, aber da kann ich mich auch mit Capri Sonne immer abduschen und da rieche ich auch nach Frucht. Also die Pflegewirkung ist wirklich null und ich muss sagen, ich würde, also ich für meinen Teil, ne, würde lieber einen Euro mehr ausgeben oder mehr dafür bezahlen und dafür ein bisschen mehr Pflege mit drin haben. Also das finde ich wirklich sehr schade. Ich werde mir die, denke ich, trotzdem nachkaufen, einfach weil ich den Duft großartig finde und gerade wenn man mal abends weggeht und kein schweres Parfüm tragen will, ist so eine Bodylotion natürlich toll, weil der Duft hält lange an, aber die Pflegewirkung ist wirklich... Also es gibt keine Pflegewirkung und das finde ich wirklich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich aufgebraucht von Rival de Luc die Fango-Maske, die habe ich euch in meinem Haul gezeigt. Also die erste Seite ist mir flöten gegangen, Franzi saß in der Wanne, schön, ne? Schön am Drücken, verstehst du, benebelt durch den Schaum und durch, ja, durch YouTube-Videos habe ich geguckt und ich so am Drücken und flupp, war es unten. Ist es mir runtergefallen in die Wanne, es hat die ganze Zeit an meinem Arsch gescheuert wie verrückt, weil das ist ja auch so ein bisschen rau, ne? So wie eine, so ein bisschen wie die, wie heißt die, Meeresmaske, Meeresalgendingsmaske von Schäbens. So, geht weiter. Und die andere Seite konnte ich dann aber benutzen und fand die sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Die wird trocknet ein bisschen an. Also ich fand sie wirklich schön, muss ich sagen. Ich würde sie mir auch nachkaufen, die ist ja limitiert, ich kaufe sie mir auch nach. Wie gesagt, schade, dass mir die eine Seite flöten gegangen ist, aber daran bin ich ja selber schuld. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ihr irgendwie einen Pickel habt oder so, dass ihr das da drauf gebt und das dann so ein bisschen eintrocknen lasst. Also wirklich, dass es den Pickel so schön rauszieht. Fand ich wirklich gut von der Pflege, also von der Wirkung her. Aua, George, au! Oh, oh. Oh Gott, ihr werdet denken, ich habe einen Schaden, ich habe Angst vor meinem Hase. Ja, du wirst gestreichelt, mein Schatz. Ja, oh, diese Hase. Und zwar habe ich dann noch aufgebraucht von Marcon eine Maske. Und zwar ist das die Neck and Beauty Mask. Das ist so ein kleines Sachet. Und dazu kommt ein extra Kauftipp-Video, weil das ist mit Abstand, die beste Maske, die ich je probiert habe. Und ich kaufe die bei meiner Kosmetikerin, die kommt ja, ich komme ja aus Döbeln, das wisst ihr ja. Und nächste Woche werde ich mir die Originalgröße kaufen. Also die ist so toll, aber dazu mache ich ein extra Video, weil die Maske hat ein extra Video verdient. Das ist, muss man ganz eindeutig sagen. Dann aufgebraucht von Schäbens, die Cleopatra-Maske, beide Seiten aufgebraucht. Die ist ja mit Studenmilch, Mandelöl und Gelee Royal. Ich finde, hier riecht man ganz deutlich, dass da Honig drin ist. Die finde ich toll, weil die macht ein ganz, ganz schönes, weiches und durchfeuchtetes Hautgefühl. Also die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich weiß halt nicht, manchmal gibt es die nicht. George, lass die Martha doch mal schlafen. Manchmal, da gibt es die nicht, habe ich das Gefühl. Aber limitiert ist er auch nicht. Also ich finde die wirklich toll. Also die kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen den Feuchtigkeitshaushalt seiner Frau... den Feuchtigkeitshaushalt seiner Frau... den Feuchtigkeitshaushalt seiner Haut so ein bisschen balancieren möchte, ist die wirklich gut, weil danach ist die Haut wirklich schön im Gleichgewicht, hat schön Feuchtigkeit, finde ich klasse. Dann von Schäbens, die reinigende Maske. Die habe ich mir jetzt schon zwei, dreimal nachgekauft. Die ist mit Heilkreide, Süßholz und Allantoin. Die ist gut,
Aber mich stört bei der, dass ich das Gefühl nicht habe, dass die reinigt. Ich habe eher das Gefühl, dass die feuchtigkeitsspendend ist. Und ich denke, das liegt auch daran, dass die nicht fest wird. Also die bleibt weich, cremig halt, wie Quark so. Und das stört mich so ein bisschen, weil bei einer reinigenden Maske möchte ich, dass die richtig schön hart wird, weil durch das Hartwerden zieht sie ja auch den Dreck mit aus den Poren. Und das stört mich so ein bisschen und deshalb werde ich mir die tatsächlich nicht nachkaufen, weil eine Feuchtigkeitsmaske, nehme ich meine Cleopatra-Maske oder eben eine Feuchtigkeitsmaske. Und wenn ich eine reinigende Maske nehme, dann nehme ich die Fango-Maske oder eben die Meersalz-Maske von Schäbens. Da brauche ich nicht die. Also die finde ich, die erfüllt einfach nicht ihren Zweck. Die ist nicht schlecht, aber die erfüllt ihren Zweck nicht. Dann aufgebraucht Augen-Make-up-Entferner von Ebelin. Oh, ich bin voll gesüfft. Und zwar ist das der ölhaltige. Der war schrecklich. Der hat bei mir gebrannt wie Scheiße, also so gerade rund um die Augen. Und ich hatte dann den ganzen Tag das Gefühl, dass meine Augen wie verklebt sind. Es war so eklig. Ich bin so froh, dass der leer ist. Und jetzt habe ich ja den von Garnier. Und den finde ich super, 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 super geil. Also ich will ja sowieso noch einen Top 5 unter 5 machen. Und da kommt der, glaube ich, mit rein, denke ich. Ich weiß es noch nicht. Aber der ist wirklich klasse und der ist scheiße. Den kaufe ich mir nie wieder nach. Der ist wirklich kacke. George, machst du das kaputt? George spielt gerade mit dem Fencheltee. Dann habe ich aufgebraucht. Ach, nochmal. Sie hat mir nämlich zwei Duschbäder davon geschickt, meine Abonnentin. Nochmal dieses Creamy Coconut von Duschdust. Wirklich vielen Dank nochmal dafür. George, schon mal auf hier so rumzuspielen. Und da wirklich klasse, kaufe ich mir auch nach. Reinigende Maske, genau, hier haben wir sie nochmal. Wie gesagt, ich hatte sie zweimal mir gekauft, weil ich dachte, cool, reinigende Maske brauchst du immer. Habe ich ja schon gesagt, wird nicht nachgekauft. Dann von Dresden Essenz Pflegebad und das hatte ich auch von meiner Abonnentin bekommen. Oh, das riecht. Da ist eine Baumwollepflanze drauf, Baumwollpflanze. Und das riecht original wie frisch gewaschene Wäsche. Ich weiß gar nicht, ist das limitiert? Oh, das ist so geil. Das schäumt nicht, aber das pflegt unglaublich, deshalb auch Pflegebad. Und finde ich toll. Also der Duft ist grandios, riecht jetzt noch ganz stark danach. Toll. Das ganze Bad hat danach gerochen. Dann einmal aufgebraucht die Julia-Maske von Schäbens. Die war in der Pinkbox drin. Die hat bei mir gebrannt. Fand ich nicht gut. Da ist auch Rose mit drin gewesen und ich mag ja Rosenduft nicht. Und von daher gefällt die mir schon vom Geruch her nicht. Also würde ich mir nicht nachkaufen. Dann aufgebraucht von Vichy eine Pflege, die habe ich mir letztes Jahr gekauft. Und zwar die Norma Derm. Die habe ich, die ist für trockene Haut, glaube ich. Ja. Aber die ist trotzdem, weil es gibt ja auch Leute, die trockene Haut haben und trotzdem Pickel. Ich gehöre dazu. Und ich habe die immer nachts genommen, weil die ziemlich reichhaltig war. Ich fand die vom Geruch her ganz okay. Was ich nicht schön fand, ist, dass die bei mir gebrannt hat. Also nicht doll, aber sie hat gebrannt und ich möchte nicht, dass eine Pflege bei mir brennt. Und deshalb wird sie nicht nachgekauft. Sie war auch teuer. Ich will jetzt mal noch eine andere Creme probieren, entweder von Caudalie oder nochmal von Vichy eine. Mal sehen, aber nicht aus der Norma Derm Reihe. Ich fand die nicht schlecht, aber die hat halt gebrannt. Von der Wirkung her war sie echt gut, weil ich habe wirklich, meine Haut hat sich echt gemacht, muss ich sagen. Aber ich finde, fand das Brennen halt nicht so toll. Also ich finde, eine Creme darf nicht brennen. Da ist irgendwas faul. Dann habe ich aufgebraucht nochmal durch das Multivitaminsaft durch das. War gut. Und dann habe ich aufgebraucht Visionär Yux oder Yu oder Lancôme, eine Augencreme. Das war eine Probe. Och, die war toll. Aber ich habe gar nicht geguckt, was die kostet, weil die mir einfach zu teuer ist. Ich habe die Probe, glaube ich, weggeschmissen, ja. Oh Gott, die war so toll. Die hat nicht gebrannt bei mir. Die war nicht so reichhaltig für mich. Die hat was gegen meine Augenringe getan, aber vielleicht zu meinem Geburtstag. Vielleicht wünsche ich sie mir echt zu meinem Geburtstag. Ich werde mir die Probe mal aufheben, dass ich es nicht vergesse. So, meine Haselines, wir sind durch. Also ich bin erst, nee, wir sind überhaupt nicht durch. Und dann noch eine Maske, eine Romeo-Maske. Die hat mein Freund benutzt. Die war auch mit, die hing halt mit an der Julia-Maske mit dran. Wie gesagt, zum Valentinstag war das so eine Aktion von Pinkbox. Und mein Freund fand die auch nicht gut, die hat bei ihm auch gebrannt. Also ich denke mal, da ist irgendwas drin, was wir beide nicht vertragen. Von daher, ja, war nicht so der Brüller. So, meine Haselines, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es wieder ein bisschen länger geworden ist und auch wenn ich ab und zu mal gebrüllt habe, weil mein Hase mich auffrisst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Geht alle wählen, also ich hoffe, ihr wart alle wählen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Haseleins. Tschüssi!